Ein Spartag für Nudeln. In 10 Minuten werde ich so weich sein. Das Smartphone singt. Die Jacke sorgt für warme Umarmungen. Und das Taschentuch hat nicht so viel Glück. Schaut euch das neue Video von Wuhu an. Was passieren würde, wenn Gegenstände Menschen wären. Ah, Home Sweet Home. Es ist so dreckig draußen. Hi, ich habe auf dich gewartet. Ich bin so froh, dass du zu Hause bist. Ich habe dieses Buch schon gelesen. Oh, stimmt. Ich muss meine Pflanze gießen. Ich werde sie mit Wasser besprühen. Das ist so erfrischend. Ich bin ein Küchen-Ninja. Ich zeige euch jetzt, wie man Früchte hackt. Ich und mein Messer sind bereit. Hier! Hier! Und jetzt das Brot. Komm schon! Hier! Nein, sorry. Das Messer ist zu stumpf. Gut, ich brauche überhaupt kein Messer. Ich hasse es, erkältet zu sein. So viele Taschentücher. Meine Nase läuft. Ich halte das nicht mehr aus. Leute, ich würde niemandem empfehlen, ein Taschentuch zu sein. Es ist eklig und ihr landet immer im Mülleimer. Wie spät ist es? Oh, die Uhr geht schon wieder nach. Ich muss sie wiederstellen. Mein Ohr! Hey, pass auf meinen Zeiger auf. Jetzt geht sie wieder richtig. Ein bisschen schaumfestiger. Oh, ohne diesen Schaum komme ich gar nicht klar. So, ich werde die ganzen widerspenstigen Haare schön stylen. Mein Haar sieht toll aus. Was für ein stressiger Tag. Ich muss mich beruhigen. Ich liebe meinen weichen Stressabbauer. Hey, immer mit der Ruhe. Das ist eine heftige Massage. So, jetzt fühle ich mich besser. Danke, Schleim. Was für ein romantisches Abendessen. Hallo, Schatz. Hey. Auf uns. Lass uns eine Kerze anzünden, damit es noch romantischer wird. Ich brenne! Hilfe! Okay, ich mache das Streichholz aus. Danke. Jetzt fühle ich mich viel besser. Und ich kann mich anziehen. Ich lasse mein Handtuch zum Trocknen hier. Oh, heute ist mein Glückstag. Oh nein, das will ich nicht sehen. Ich will dich nicht abtrocknen. Das war ein toller Spaziergang. Häng dein Mantel auf und komm rein. Oh, ich schaff das nicht mehr. Hilfe! Ich habe ein neues Bild. Ich werde es mit Sekundenkleber an die Wand kleben. Ein kleiner Tropfen. Und es wird halten. Ich muss es 5 Sekunden lang fest andrücken. Vorsicht! Das reicht. Hey, lass los! Puh, ich klebe richtig fest. Ich trockne mein Haar jeden Morgen. Mehr heiße Luft. Ich bin ein Profi. Und wenn ich ihn so halte, kriege ich eine Gesichtsmassage. Armer Schalter. Die Seite, die immer am meisten leidet. Bitte, ich halte es nicht mehr aus. Ich muss mich gleich übergeben. Halt mich fest, ich falle. Ups, sieht aus, als wäre der Schalter kaputt. Ich muss eine Zwiebel schneiden. Oh nein, nicht schon wieder. So viele Tränen sind in der Küche vergossen worden. Warte, ich will nicht loslassen. Oh, es ist so kalt. Gut, dass ich eine warme Jacke habe. Jetzt ist es schön warm. Ich werde dich noch fester umarmen. Schön kuschelig, oder?
tut weh. Es fühlt sich an, als ob dieser klitzekleine Legostein mit seinen scharfen Zähnen in meinen Fuß beißt. Paco zählt sein Geld, aber er ist nicht sehr gut in Mathe. Gott sei Dank wurde ein Taschenrechner erfunden. Er hat Glück. Der Taschenrechner zählt sehr schnell. Wow, ich bin super reich. Aber wenn ein Taschenrechner ein Mensch wäre, bräuchte er auch einen Gehaltscheck. Ich nehme nur Bargeld. Ich muss meine Haare bürsten. Wo ist meine Bürste? Ich werde mich sofort an die Arbeit machen. Lass uns zuerst dein Haar scheiteln. Ich habe sehr zarte Finger. Super, jetzt noch etwas Haarspray. Aber du hast wie immer vergessen, mich sauber zu machen. Ich werde mein Hähnchen auftauen. Ab in die Mikrowelle. Komm her, du frostiges Huhn. Komm schon, werd warm. So, erledigt. Wie geht es meinem Hähnchen? Es ist noch nicht ganz aufgetaut. Aber der Teller ist so heiß. Ah, meine Finger. Die Mine ist abgebrochen. Naja, ein Glück habe ich einen Anspitzer. Und eine menschliche Version eines Anspitzers ist euer persönlicher Holzfäller. Oh oh, der Holzfäller hat es wohl übertrieben. Ich liebe es zu zeichnen. Ich kann mir ein Leben ohne Kunst gar nicht vorstellen. Ein Glück habe ich noch ein leeres Blatt. Ich habe eine wunderschöne Rose gezeichnet. Die nehme ich mit. Oma hat mir ein Geschenk geschickt. Und was für eins? Wow, noch ein gestrickter Pullover. Oma schickt mir immer wieder Sachen. Dieser Pullover passt wie ein Handschuh. Ich kann ihre Liebe spüren. Oh nein, die Wolle juckt. Sie beißt mich. Das ist ein Kannibalenpullover. Hilfe! Es ist unmöglich, sich ein Leben ohne Smartphones vorzustellen. Mein Smartphone kann Musik abspielen. Ich liebe dieses Lied. Ich könnte es den ganzen Tag hören. Oh, ich habe eine SMS bekommen. Mal sehen. Ich öffne die Nachricht. Oh, ein Emoji. Willst du kürzere Haare? Ich erledige das. Diese Haarschneidemaschine kommt zum Einsatz. Sie arbeitet schnell. Und zaubert eine tolle Frisur. Na bitte, ich bin fertig. Oh nein, der Akku ist leer. Lad dich auf, ruh dich aus. Oh, das ist so entspannt. Was? Meine Alarmanlage. Was ist mit meinem Auto los? Hey, sei ruhig. Stör mich nicht. Ich bin noch nicht fertig. Wie fandet ihr unsere Gegenstände? Schreibt uns, welcher lebendige Gegenstand euch am besten gefallen hat. Die Fußmatte, das Smartphone, das Taschentuch oder die Sprühflasche. Vergesst nicht, Wuhu zu abonnieren und drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Wir freuen uns!